Ja, dann willkommen. Schön, dass ihr da seid. Willkommen auch dir, Vasito. Vielen Dank, dass du hierher gekommen bist. Und willkommen auch, es gibt ja keine Zeit, also willkommen auch alle die jetzt da sitzen und sich das anschauen. Es ist immer jetzt. Ja, und fühlt euch eingeladen zu sprechen oder zu schweigen, so wie es da ist. Wir nehmen uns vielleicht noch einen Moment Zeit, um einfach nochmal nachzuspüren. Und wenn irgendein Impuls kommt, etwas zu sprechen oder zu sagen, dann nehmt euch einfach den Raum. Und die Kamera kann man vielleicht als Auge Gottes betrachten oder als euer inneres Auge. Ja, es ist im Grunde kein Unterschied, weil das, was sieht, ist immer hier, es ist immer da. Und es sieht und hört und ist absolut still, so wie diese Kamera. Also dieses Auge Gottes ist auch hier, jetzt. War nie woanders. Also fühlt euch frei. Sage ich zu mir selber natürlich auch. Und es ist immer schön, zunächst mal Kontakt hier aufzunehmen. Und das gelingt am besten durch das Erspüren der Atmung. Wie atme ich? Wie ist der Herzschlag? Wie bin ich hier? Wie sitze ich hier? Ja, oft ist es, manchmal ist es so, dass wir rausgehen, bevor wir angekommen sind, und dann ist einfach keine Begegnung. Dann findet keine Begegnung statt. Also hier ankommen und von hier aus schauen. Und das Schauen ist Wahrnehmen von Bewegungen, die in der Stille passieren. Bewegung, Gedanken, Gefühle, Bilder, Emotionen. Ja. Alles das kann nur wahrgenommen werden in der absoluten Stille. Wenn die Kamera dauernd wackeln würde, dann würden wir nichts mitbekommen. Also nur da, wo stiller Raum ist, kann auch Bewegung wahrgenommen werden. Und du bist dieser stille Raum. Und manchmal ist dieser stille Raum überdeckt von Gedanken, von Bildern, von Erfahrungen, Störungen. Ja, und dann geht es einfach darum, sich diese Störung auch anzuschauen. Auch das Schauen, auch das Schauen selber ist immer still. Und manchmal, also ich sage immer dazu, manchmal muss man erst aufräumen. So. Was ist da gerade in meinem Kopf? Ja, was nimmt mir die Sicht? Was
beschäftigt mich. Und wir können es nicht tot denken. Wir können nicht ein Gedanke mit dem anderen auslöschen, sondern dann gilt es einfach mal hinzuschauen, sich nicht abzulenken, sondern direkt im Kontakt zu sein mit dem, was gerade hier ist. Und das ist immer, also ich finde das immer wunderschön, wenn es diesen Moment gibt, wo Begegnung stattfindet, wo wirkliche Begegnung stattfindet, wo kein Ausweichen geschieht, kein Ausweichen von mir selber, kein Ausweichen im Kontakt, sondern wo wirklich Begegnung stattfindet. Und das ist dann manchmal auch mit Angst verbunden. Das ist dann, wow, vielleicht wie eine allererste Begegnung mit dem Geliebten. So, ja, es ist aufregend. Und es ist oft so, dass wir oft Angst haben vor der direkten Begegnung, vor dem direkten Kontakt mit mir selber, mit anderen, mit innen, außen, egal. Und dann ausweichen in Gespräche, Ablenkung, andere Erfahrungen oder Essen oder was weiß ich. Ja? Was okay ist, vollkommen okay ist. Aber wenn man mal so diese Erfahrung gemacht hat, wie das ist, direkt im Kontakt zu sein, ist total schön, wenn wir uns trauen und offen sind und sich dem zu stellen, sich Gott zu stellen, sich dir zu stellen. Und wenn es dann auch irgendwann keinen Alltag mehr gibt, sondern wenn es ins ganze Leben fließt, das direkte Sehen, der direkte Kontakt, wie schön ist das? Bei mir geschieht auch Ausweichen. Ich bin nicht immer in dieser, wow, manchmal geschieht ein Ausweichen, manchmal geschieht ein sich verstecken, manchmal geschieht ein Rückzug. Aber das ist total okay und das ist dann auch, da ist dann ein Ja dazu, das ist keine Verurteilung, sondern ich kann jetzt gerade nicht im Kontakt sein, ich ziehe mich zurück, aber ich weiß, wie schön es ist und aufregt und präsent und wach und belebend und ich sehe auch gar nicht richtig. Meine Hilfsaugen.
Und das Schöne ist, dass es so eine unheimliche Vielfalt gibt, die du nutzen kannst, um in Kontakt zu kommen mit dir, mit der Welt. Ja. So, wo ich denke, das muss für jeden was dabei sein. Ne? Ob es jetzt eine Begegnung, ein Mensch ist oder die Musik oder die Natur oder ein Duft. Ja. Es kann alles plötzlich in diesem Moment diese Begegnung da sein. Und in der Begegnung, da ist kein Gedanke, da ist keine Emotion, da ist kein Gefühl, da ist einfach nur diese Weite, ja? Einfach nur lässt sich nichts drüber sagen. Ja? Alles, was man versucht im Nachhinein drüber zu sagen, das ist irgendwie schal. Weil es lässt sich nicht konservieren und du hast auch keine Erinnerung daran. Ne? Also im Grunde spreche ich auch über etwas, was ich nicht weiß. Ja? Und was ich nicht vermitteln kann. Es lässt sich nicht vermitteln. Deswegen lade ich euch ein, selber zu schauen. Jeden Moment. Kann sich nicht vermitteln, aber Vermittlung kann passieren. Einfach wie Ansteckung, wie eine Kerze eine andere anzündet. Ja, genau. Wenn sie passiert, dann passiert sie, aber du kannst sie nicht machen. Ne? Das ist dann wie plötzlich ergreift es dich, wenn du so willst. Ja? Es ergreift dich, aber du weißt gar nicht genau, was es ist oder was es war. Ja? Wir versuchen im Nachhinein dann eine Erklärung zu finden. Ah ja, das war dieser Augenblick, das war dieses oder jenes, aber eigentlich lässt sich's nicht zuordnen. Aber diese Vermittlung geschieht unmittelbar und direkt. Vermittlung, Übermittlung, Übertragung, welches Wort nehme ich dafür? Es ergreift dich, aber was ist es? Und wie sieht es aus? Es ist vielleicht nur so, dass es danach vielleicht so etwas gibt wie wie Frieden. Ja, da stellt sich ein Frieden ein und du fühlst dich friedlich und okay, ja. Aber warum? Es ist auch nicht wichtig, ja. Der Verstand versucht es dann zu ergründen, aber einfach, ja, vielleicht strahlt es auch aus. Und du weißt etwas, was du nicht weißt, ja. Es ist so, es ist eine Gewissheit, die der Verstand nicht ergreifen kann. Und, ja. Manchmal sage ich so, dieser Moment, fertig, mehr lässt sich nicht sagen. Dieser Moment. Der Moment, der keine Worte braucht, weil eigentlich schon alles da ist. Diese Erfülltheit, dieses pulsierende Leben an sich.
kann gekleidet werden in Worte, aber im Endeffekt ist es schon wieder eine Eindämmung. Und es ist nie woanders. Es ist auch nie in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Es ist immer jetzt genau hier. Also ich muss nicht etwas überwinden, um dahin zu kommen, sondern es ist jetzt hier in diesem Moment. Jetzt, gerade ist es hier. Ist auch eigentlich kein Ergreifen, weil es ist eigentlich auch nichts Neues und Fremdes, weil es ist mehr wie ein Entschleiern, weil es eigentlich immer da ist. Ne? Ja, kann man auch so sagen, ja, dass es ein Entschleiern, aber es war auch nie ein Schleier da. Ne? Es war nur die Vorstellung eines Schleiers oder weil ich beschäftigt war. Mhm. Und wenn es abreißt, ist es offensichtlich. Und mir lebt bei mir, höre ich jetzt so verschiedene Sachen, die Stille und indirekte Kontakt als sehr lebendig, angenehm. Und gleichzeitig erlebe Angst, Schmerz und Trauer, einfach so, so. Du hast ja auch gesprochen von Fremdheit, so, dass ein Stück von mir selber fremd ist, so. Man kann das schon auch so sagen, vielleicht noch nicht gebunden ist, so, in der Beziehung, dass die Bindung, Verbindung nicht vollständig ist, so. Erlebe das hier auch und auch ein Stück so, das kenne ich gut in meinem Leben, dass das Nervensystem so überflüsst, wenn es nicht genau von dem jetzigen Augenblick mit Menschen zusammen überflutet wird. So kann man sagen. So erlebt es für mich so, wie du auch gesagt hast, wenn ich mit dir alleine bin, so den jetzigen Augenblick und in der Natur, erlebe ich so sehr friedvoll. Aber dann fehlt wieder etwas die Sehnsucht, in menschlichen Kontakt zu gehen. Ja. Und im menschlichen Kontakt erlebe ich das bis dato immer wieder so das Gespaltene, so das schon auch Friede und Freude, aber auch das Traumatische. Mhm. So kann ich sagen, so, das muss ich, wenn ich ganz ehrlich bin zu mir, so ist es. So, genau. Es ist immer zweierlei da, so in meinem Empfinden. Das heißt, dass im Kontakt dann auch dein System, wie du sagst, überflutet wird und du eigentlich gar nichts mehr mitbekommst, so? So kann man schon sagen. Wir können einfach so sagen, da wird vielleicht alte Erfahrungen wachgerufen, wo einfach das Nervensystem irgendwo in der Entwicklung stecken geblieben ist. Ihr lebt es auch als eingefrorene Gefühle, so. Mhm. So kann ich es auch sagen, so. Mhm. Natürlich, der Raum erweitert sich, aber auf der anderen Seite ist einfach, ich fühle mich nicht so autonom und frei in der Begegnung, so, so irgendwo ein bisschen, wie soll ich sagen, dass ich immer wieder mit, kann ich vielleicht schon sagen, mit einem Auge aufpasst, was passiert, ich kann mich nicht genau hingeben, dem Moment hingeben, das passiert dann nicht, sondern immer ist ein Teil da, wo aufpasst, so, scannt, was passiert. Ja, ist es jetzt auch so? Ja, schon so muss ich schon sagen. Genau. Es ist ein bisschen besser, wie ich jetzt drüber gesprochen habe, wie vorher. Mhm. So ist es. Genau, es wurde wahrgenommen, ne? Es wurde wahrgenommen, nicht nur, dass es wahrgenommen wurde, es wurde ausgesprochen. Und dadurch hat es nicht mehr so eine Kraft oder Macht, ja? Es ist nicht mehr so. Ja, man könnte sagen, oder ihr lebt so die Dominanz oder so, die Dominanz von der Trauma, wie man es auch immer nennen will, ist ein bisschen zurück, nämlich so, hat die Macht verloren, so. Oder verliert eine Macht, das ist schon besser ausgedrückt. Genau.
Und ist es für dich dann in Ordnung, es so wahrzunehmen, wie es ist? Oder kommt da auch ein Gedanke, es sollte anders sein und du würdest es gerne, verändern wollen? Ja, der Gedanke, dass es anders sein sollte, das heißt, das oder das Bedürfnis einfach nach Autonomie, nach Freiheit, so in Kontakt zu sein, das ist ja, das ist ja abgespaltet halt so. Okay. Die Abspaltung, wenn es nicht da wäre, wäre man lieber, so empfinde ich es. Ja, okay. Das ist schon, dann kann ich auch ein Stück weit Ja sagen und das akzeptiere. Mhm. So. Würdest du dich freier fühlen, wenn du im Widerstand bist und versuchst dagegen anzugehen, es sollte anders sein? Weil du hast ja denn, wenn du die Wahl hast, oder wenn der Gedanke der Wahl kommt, dann hast du die Wahl, ja? Ob du das so annimmst, wie es ist, gerade das Gefühl, und vielleicht sogar ein Stück zurückgehst aus dem Kontakt, bis du wieder mit dir Kontakt hast, oder aber du übergehst es, ja, und gehst noch mehr in Kontakt, in der Hoffnung, dass dann der Kontakt mehr wird. Weißt du, was ich meine? Nicht ganz genau, sondern ich merke das schon den Widerstand und passt da bei mir auf, was spielt sich in mir ab? Wie gehe ich mit dem Widerstand um? Das ist schon mal ein Ding, nicht den Widerstand zu gehen, sondern Dinge zu akzeptieren. Mhm. Auf der anderen Seite merke ich auch, das ist ein unbewusster Mechanismus oder mir noch nicht so bewusster Mechanismus, wie ich in Widerstand gehe, um wie auch immer die Abfahrt. Das ist ja Widerstand, ist ja Schutz vor Gefahren, wo einprogrammiert ist, wo vor Gefahren mich schützt, wo irgendwann einmal sinnvoll war und gut, aber heute ist nicht mehr gut, sagen wir so. Und da den Mechanismus, wie ich das mache, um in Widerstand zu gehen, das, da bin ich immer noch ein bisschen am Suchen oder am Erforschen, was da in mir passiert. Genau, und wenn der Widerstand da ist, kannst du diesen Widerstand umgehen? Ich kann halt verdrängen, wie soll ich ja auch. Ja. Die hier können ja nicht, die können einfach. Funktioniert das? Gewisse Zeit vielleicht, ja? Aber es hat ja nicht funktioniert, sonst wäre ich ja nicht drauf. Ja. So. Ja. Das heißt also, wie wäre das, diesen Widerstand ja einfach anzunehmen? Vielleicht ist dieser Widerstand, der war ja mal wichtig, ja? Es hat vielleicht heute hat mir das Leben geredet, so kann man schon so sagen. Genau. Und wie ist das mit diesen Augen, dass der Widerstand dir mal das Leben gerettet hat, ihn zu betrachten und ja, dass der mal wichtig war und dass der dir das Leben gerettet hat, ja? Und was macht dieser Widerstand, wenn du versuchst, ihn zu überspringen oder wegzudrängen? Der Widerstand ist ja hier, will ja gesehen werden. So. Genau. Das ist schon so vom Kopf her, ist mir das klar. Ja. Was ich damit sagen will, ist, dass da einfach in mir emotional, oder ich kann sie dann schon ausdrücken, so, ich jetzt sage, so ein Mechanismus, so können Sie dann doch sagen, das ist so automatisiert, so, wo praktisch im tagtäglichen, so im Leben eigentlich untergeht. Und aber, jetzt kommt der Aber, ist ja schon mal eine Sehnsucht, wenn ich darüber spreche, werde ich bewusster und nehme das mehr wahr. So. Mhm. Genau. Ja. Und eigentlich, nee, nicht eigentlich, sondern das genügt vollkommen. Mehr gibt es nicht zu tun, ja. Das ist wie, du machst das Licht an,
Ja, und wenn das Licht an ist, dann kann alles betrachtet werden. Und dann sind vielleicht manche Dinge gar keine Gespenster, sondern ja, ein Kartoffelsack, der in der Ecke steht oder was. Ja, also ja, du machst einfach schon das Licht des Bewusstseins an und mehr ist nicht notwendig zu tun. Und du schaust dir einfach alles an. Ja, und meine Sehnsucht ist ja, in direkter Kontakt zu gehen, ich sage aber von Mensch zu Mensch so. Und aus der Programmierung irgendwas tun zu müssen oder machen zu müssen, um richtig in Kontakt zu gehen zu können, aus dem Mechanismus auszusteigen, so muss ich schon sagen. Ich würde dir sagen, steig erstmal ein, okay, in den Mechanismus. Steig total ein, ja, und lern diesen Mechanismus, was du auch immer, was es ist, was du Mechanismus nennst, lern es kennen. Und steig einfach ein, lern die Gefühle dazu. Wie fühlt es sich an? Was fühlst du, wenn da Widerstand ist? Oder wenn der Gedanke kommt, da ist ein Mechanismus, der gerade greift. Ist es ein Gedanke oder ist da eine Körperempfindung dazu? Ja? Also schon, ich spüre Enge da, also Angst und da zieht es der Hals zu. Und man hört Enge im Hals. Und das sind körperliche Reaktionen. Ja, genau. Und wenn du da deine Aufmerksamkeit hinschickst auf diese, das will ja auch gesehen werden, das will ja wahrgenommen werden. Ne? Und vielleicht ist es manchmal so ein Pendeln, ne? Von Gedanken ins Gefühl und dann wieder in die Gedanken und lass es einfach zu. Aber bleib in dem Bewusstsein, was geschieht gerade, ohne damit was, du musst damit gar nichts machen. Du nimmst es wahr und das Licht des Bewusstseins scheint da draußen. Und ich glaube, bleib in der Gegenwart damit. Ja? Du kannst nicht etwas bearbeiten, was in der Vergangenheit ist oder in der Zukunft liegen würde. Ja? Sondern du kannst nur das anschauen, bearbeiten, ein blödes Wort, aber ja, was jetzt gerade hier ist. Ja, spüre, könnt ihr spüren, ja, den Moment so. Ja, genau, und damit liebevoll sein. Und das achten und bei uns in meinem Yogakurs ist ja immer am Ende 10 Minuten Entspannung. Und da wird manchmal gesprochen oder es ist manchmal eine geführte Meditation. Und da wurde dann gesagt, und das finde ich so schön, tausche Erwartungen gegen Wertschätzung. Und das kannst du auf alles übertragen, ja. Tausche deine Erwartungen, es sollte anders sein, gegen Wertschätzung für das, was jetzt hier ist. Widerstand. Wertschätzung, ich achte dich und ich lerne dich kennen. Ja? Wenn du danach schaust, ich möchte, dass es anders ist, dann bist du in einer vermeintlichen Zukunft, die aber jetzt nicht hier ist. Du kannst nur mit dem umgehen, was jetzt gerade unmittelbar hier ist. Und immer wieder, wenn es dich in die Sehnsucht nach trägt, kommt zurück. Du weißt gar nicht, nach was du Sehnsucht hast. Ja? Wenn du die Sehnsucht benennst, ich habe Sehnsucht nach, dann bist du nicht mehr hier. Ich finde Sehnsucht überhaupt, Sehnsucht ist etwas, was so ein Toröffner sein kann. Wenn wir die Sehnsucht wirklich nur als Sehnsucht nehmen und als Gefühl und als Empfindung, nicht die Sehnsucht nach etwas. Also ich habe immer dieses Beispiel, hau den Drachen die Köpfe ab. Die wachsen zwar wieder nach, aber bleib hier. Was ist diese Sehnsucht? Ja? Und oft denken wir haben Sehnsucht nach etwas. Stimmt das überhaupt? Ja. Wie oft sind Sehnsüchte erfüllt worden und dann ging die Sehnsucht weiter? Nach was eigentlich? Ja?
Aber einfach dieses Gefühl der tiefen, tiefen Sehnsucht. Das wahrzunehmen und zu spüren und du sagst, du hast Sehnsucht nach Kontakt, ja? Damit verbunden ist sicherlich auch eine Vorstellung, wie so ein Kontakt aussehen soll, wie er sich anfühlen soll, wie du dich dabei fühlst, ja? Aber lass alle Vorstellungen gehen. Ja, im Moment ist jetzt eine Wut da, das merke ich richtig, und dahinter ist es, ja, immer Vorstellung halt, richtig da zu sein, das ist schon, ja. Ich weiß halt, wie ich sage, so Wunsch oder irgendwie so das, nach Autonomie, so nach ich selber sein, nach Autonomie, das ist schon gut, und da ist schon Wut da über, man kann sagen, über die Unterdrückung oder dass das einfach unterdrückt werden musste, um letzten Endes. Du kannst ja auch da mal schauen, wenn Wut da ist und du alle Erklärungen weglässt, weil du kannst es nicht hundertprozentig wissen, ob die Wut deswegen oder deswegen da ist, ja, sondern da ist Wut. Was für eine Energie ist diese Wut, ja? Wie spürst du sie? Wie nimmst du es wahr? Wut ist Power, da können wir auch ja was sehen. Ja. Ja, ist lebendig, ne? Ja, ja, natürlich. Genau. Ist irgendwo auch eine Lebensenergie, ja? Vielleicht sogar neutral? Eine Wut ist gut. Wut ist gut, gut, ja. Wut ja ist ja gut, natürlich ist ja gut. Wir haben manchmal Gefühle in uns, die wir versuchen irgendwo anzuheften. Die schicken wir dann irgendwo hin, ja. Irgendwo muss ein Schuldiger sein für die Wut oder für das Gefühl, was ich gerade habe, ja. Manchmal ist es vielleicht auch wichtig, erstmal in die Projektion zu gehen, ja. Erstmal das irgendwo anzuheften, damit ich es überhaupt spüren kann. Aber es auch wieder zurückzuholen. Weil die Wut ist nicht da hinten oder da draußen, sondern die ist ja hier. Und sollte sich da draußen etwas ändern, damit meine Wut weggeht, das funktioniert nicht, oder? Eigentlich ist jedes Gefühl, jede Wahrnehmung kann dienlich sein, hier wieder herzukommen. Und wenn du ganz hier bist, dann ist eigentlich auch kein Außen mehr. Dann ist es innen und außen, verschwimmt dann. Dann ist es ein Hiersein mit allem. Wie ist jetzt? Ja, ich spüre dich schon gut. So. Ich spüre dich schon gut und so. Und ja, ich habe auch Trauer da. Einfach unter der Wut merke ich viel Trauer und auch Schmerz und so. Merke ich schon. Der Widerstand ist jetzt weg. Ich kann da damit sein, so ist es halt. Ich kann es akzeptieren. So, ja, das ist gut. Und ja, ist auch kein Bedürfnis, da irgendwas zu machen. So. Okay. Kein Bedürfnis. Und wie fühlt sich das an, wenn kein Bedürfnis da ist, mit irgendwas machen zu müssen? Es fühlt sich frei an. So. Ja. Fühlt sich frei an. Ja.
Danke. Ich danke. Auch Danke sagen, weil das irgendwie du das ausgesprochen hast, was ich bei mir auch so wahrnehme. Und ja, ich denke, das ist so eine kollektive Geschichte auch. Also, dass wir alle irgendwo traumatisiert sind in einer gewissen Art. Ja. Und es ist das zu erkennen, entbindet auch, ja. Es entbindet, sich selbst Schuld zu geben oder Vorwürfe zu machen, ja. Im Grunde ist es, wie du sagst, ja, es ist, wir haben alle mehr oder weniger die gleichen Erfahrungen gemacht. Es ist ein Erleben, ja, was individuell vielleicht ausgedrückt wird oder ausgelebt wird. Aber es ist eigentlich ein und dasselbe, ja. Es ist das gleiche Sein, das die gleiche, das ist wie wenn wir wirklich nur Teile sind, also diese Splitter von einer großen Erfahrung, die wir alle durchlaufen haben. Ja, ich empfinde keine Schuld, sondern es geht eigentlich darum, oder so ist in meinem Erleben, einfach die Ohnmacht und die Hilflosigkeit zu registrieren, wahrzunehmen. Ja. Die Ohnmacht und das ausgeliefert sein, die Ohnmacht und das Aus- und Haltlosigkeit, so, das sind die Dinge, und das auch wahrzunehmen und mit dem zu sein, und das ist die, wie soll ich sagen, die Aufgabe, die Herausforderung oder Hereinforderung, bei mir zu bleiben mit allem, genau. Und nicht in etwas zu erreichen zu wollen oder vermeiden zu wollen, sondern mit dem zu sein, das ist die Herausforderung. Ja. Und gleichzeitig ist es auch so, dass diese Ohnmacht und diese Hilflosigkeit, die du wahrnimmst, nicht nur eine persönliche Ohnmacht und Hilflosigkeit ist, sondern das ist das Kollektive, was du wahrnehmen kannst. Ja? Und deine Arbeit, es aufzuarbeiten, ich bin schon wieder bei Arbeit, ne? Ja, das ist dem Kollektiv auch wieder dienlich, das ist dem Erwachen dienlich. Ja, ja, also es strahlt, ja, es breitet sich aus, ja, keiner kann alleine erwachen oder keiner kann alleine die Erleuchtung erlangen, also Selbst wenn es so wäre, ich bin erwacht oder ich bin erleuchtet, dann wäre mein größter Wunsch, dass es sich ausbreitet. Ja, aber es ist ja nichts Persönliches. Du bist vielleicht mit deiner persönlichen Arbeit beteiligt, aber das, um was es geht, ist kollektiv, ist global. Ja, das ist ja auch dieses fang bei dir an. Wenn du Frieden in der Welt möchtest, fang bei dir an. Mhm.
Für mich stimmt es nicht ganz so. Okay. Für den Organismus stimmt es nicht ganz. Okay. Ich tue mich gerade schon mit Trauma beschäftigen und der Franz Huber, der spricht von einer Traumatisierung des Ichs, dass das Identität, man identifiziert sich mit irgendwas, aber die eigentliche Identität ist einfach, wird nicht so wahrgenommen, weil einfach, ja, ist einfach das Schokolativ, ja, ist. So. Aber so das geht so, es ja nicht die alleine. Das, ja? Ich weiß, das ist schon klar. Das ist ja das, was ich meine. Das, ja, das ist ja das kollektive Problem, ja, ja, an dem wir arbeiten. Ja, das, ja, verstehe ich an schon. Dieser Identifizierung, die du auf deine individuelle Art und Weise spürst, die jeder auf seine individuelle oder seine individuellen Erfahrungen gemacht hat. Ja? Aber es, das Ganze ist etwas Globales, Kollektives. Ja? Ja, ja, schon. Können wir was? Ich gehe ein Satz und auf der anderen Seite steht bei mir nicht der Wunsch der Erwachung, sondern bei mir ist es der Wunsch eher da, als gesund zu werden, heil zu werden, ja, so, dass die Energie fließen kann. So nehme ich es wahr für, ja, mich. Frieden zu finden. So, ja, so finde ich es für mich. Ja. Ein friedliches Leben zu führen, ja. So kann man schon, genau, sagen. Genau. Und, ja, ja, und dann gilt es zu schauen, was stört mein Frieden? Ne? Was liegt da oben drauf? Ja, und das nicht auf die Seite, sondern da genau hinzuschauen. Ja? Ja. Und das ist dienlich. Ja? Nochmal, deine Arbeit ist auch Weltarbeit. Ja, 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 es ist so. Weil, wenn wir anfangen würden oder durch das Familienstellen ist es ja so, ne? Wenn wir anfangen würden, ich gebe Mutter, Vater die Schuld, ja, für dafür, dass ich so bin oder das durchgemacht habe, ja. Und dann schaue ich mir Mutter und Vater an und sehe, sie konnten ja auch nicht anders, ja. Woher kam das, dass sie so waren, wie sie sind? Und dann geht es weiter und weiter und weiter. Und wo fängt es an? Ja, da ist niemand, der irgendwas gemacht hat. Ja, ich sage wieder von mir, mir geht es schon darum, das zu erfassen für den Kopf, um die Gefühle zu fühlen können und das fühlbar werden zu lassen. So mache ich es halt, wenn es fühlbar ist, das heißt, ich komme in Kontakt mit meinem Schmerz und meiner Trauer und meiner Wut und mit meiner Angst, dann ist schon viel gewonnen. Verstehst du? Wenn ich so im Kopf ins Gefühl komme, dann ist schon viel gewonnen. So erlebe ich es für mich. Ja, aber ist das, guck mal, ob das ein Anspruch ist, den du hast, dass jeder Gedanke zu einem Gefühl kommen muss oder ob nicht vielleicht auch Gedanken einfach nur Gedanken sind, die, wo gar nichts dranhängt. Ich meine, wenn Gefühle da sind, die musst du ja nicht produzieren, sondern die sind ja dann einfach da. Ja, jetzt mach mir nach, wenn ich jetzt mit dir in Kontakt komme, ja, echte Kontakt, ja, dann fühle ich mich blockiert, dann fällt die Autonomie, das ist einfach so und das ist ein traumatisches Erlebnis, da fühle ich mich nicht frei. So. Und ja, aber ist es jetzt so? Weißt du, aber jetzt ist es nicht so. Genau, und das meine ich. Wir können drüber reden, okay, aber das bringt eigentlich nichts. Ja? Also das drüber reden, wenn es gerade nicht hier ist, warum? Sage ich es mal so, ich fühle mich hier in einem geschützten Raum, wo ich mich nackig machen kann, so, ja, vom, ja, Gefühl her. Ja. So. Mhm. Und wenn, sage ich mal, draußen, so im Alltag oder so, dann fällt der Halt, dann kommt die Ohnmacht, Haltlosigkeit des geschützten Raumes, so ist es halt, ja. Aber das ist jetzt eine Theorie, so. Um etwas zu erreichen, was jetzt im Moment nicht. Ist dieser geschützte Raum, den du jetzt hier empfindest, ist deine Vorstellung, dass dieser geschützte Raum weg ist, wenn du gehst? Ist das eine Vorstellung? Wahrscheinlich ist es schon so, wahrscheinlich ist es schon so. Ja, wahrscheinlich, aber du kannst es nicht genau wissen, ja? Nein. Genau. Und manchmal kann es nicht sein, dass wir manchmal
Vorstellung haben, die dann auch wirklich so sind, weil wir sie uns vorgestellt haben? Also wäre das möglich? Das ist jetzt Theorie, so das ist eben, Theorie. Eben, genau, das ist Theorie. Du kannst es nur wirklich immer jetzt in diesem Moment, da wo du gerade bist, schauen, ob der geschützte Raum, den du jetzt hier empfindest, ob der woanders ist, ob du den vergessen hast irgendwo oder ja, du kannst jederzeit danach schauen, ob der geschützte Raum noch da ist. Oder ob es nur eine Vorstellung ist, wenn ich da draußen bin, ist der geschützte Raum weg. Weiß ich nicht, jetzt im Moment ist gut. Ja, okay, okay. Okay, probier es aus. Ja. Nimm vom Raum mit so viel du kannst. Aber es ist nicht notwendig, weil der ist da. Haben uns draußen auch nackig zu zeigen, dann ermutigt das ja auch andere irgendwie sich zu öffnen. Ja, und das ist genau. Halt irgendwie so auch so eine Kette. Irgendwie. Man schützt sich, der andere schützt sich und dann ist alles blockiert und, und einfach auch mal irgendwie unsicher sein oder vielleicht auch daneben, sich daneben zu fühlen irgendwie. Ja. Also einfach so zu sein, wie man ist. Ja. Und das ist so schön, ja? Das ist so schön, wenn du einfach das sein kannst, was gerade da ist, so wie du gerade bist, ja? Und wenn man schüchtern ist, dann ist man gerade schüchtern. Es ist nur der Gedanke wieder, ja? Das ist so, dann kommen wieder die Erinnerungen vielleicht, ja? Die man dann überprüfen kann. Die Erinnerung, dass man vielleicht mal klein gemacht worden ist und deswegen schüchtern gemacht, es zu Schüchternheit kam, ja. Aber das sind dann auch wieder nur Erinnerungen. Das, was jetzt hier ist, ist so ein Gefühl von Schüchternheit oder sich nicht trauen oder ja, und das einfach ja, da sein zu lassen. Und auch wenn ich mich damit verstecken möchte, auch das anzunehmen. Ja. Ich mag jetzt gerade meine Schüchternheit nicht zeigen, ich verstecke mich jetzt. Und das ist in Ordnung, sich nicht dafür zu verurteilen. Und wie schön ist es auch, wenn wir nicht mehr diese Gefühle übergehen, weil die werden ja doch wahrgenommen, ja? Es ist ja doch im Raum. Es ist ja doch da. Das, was da ist, ist da. Man kann nichts wegdenken, wegschieben. Nicht wirklich.
Es ist so heiß heute, ne? Und der Gedanke, es sollte nicht so heißer sein, macht es noch heißer. Eigentlich so nur die Gedanken das Problem. Ne? Also bei allem, was irgendwie so passiert ist, also ich denke manchmal, okay, eigentlich sind es wirklich nur die Gedanken, die das schwierig machen. Ne? Mhm. Oder die Bewertung über irgendeine Situation oder einen Zustand oder so. Oder einfach eine Erinnerung an eine Situation, die vorbeigeflogen kommt und schon ist man wieder drin in der Geschichte. Mhm. Ne? Verhindern kann man das wahrscheinlich nicht, dass diese Gedanken wieder vorbeigeflogen kommen, aber wenn es dir bewusst ist, kannst du wieder aussteigen. Und es geht meiner Erfahrung nach dann immer schneller. Ich kenne das auch, ja, dass plötzlich irgendeine alte Geschichte auftaucht und plötzlich merke ich, da kommt das alte Gefühl wieder dazu. Ja. Und dann ist es aber so, geht die Geschichte weg, ist auch das Gefühl wieder weg. Manchmal hängt es gar nicht, sondern das ist nur so ein Aufspringen auf den Zug und dann fährt man ein Stück mit und dann springst du halt wieder ab. Ja, das sind alles. Eckhart Tolle hat ja gesagt, Probleme sind nur Gedankenformen. Ne? Es ist keine Substanz eigentlich. Ja. Ja, aber der Tolle spricht ja auch von dem Schmerzkörper, von dem individuellen Schmerzkörper und dem kollektiven Schmerzkörper, den es gilt zu lösen oder auszufühlen oder so. Das ist die andere Seite der Medaille, der spricht auch genau dazu, einfach schon so. Ja. Wir haben ja in unserer Zelle ist ja die Energie über den Schmerz von unseren Eltern oder den eigenen Erfahrungen, der Schmerz ist ja auch gespeichert, wo ausgefüllt und verbrennt werden will. Genau. In jeder Zelle gespeichert, ne? Aber so du kannst es dann unterscheiden, ob es nur Gedankenformen sind, die wieder gehen. Ja, dann musst du dich da nicht draufsetzen oder reinspringen. Genau. Oder ob was im Körper körperlich spürbar ist. Ne? Deswegen ist es immer wieder gut zu gucken, sitzt es hier irgendwo? Ist es irgendwo in meinen Zellen, im Bauch, im Körper? Ja, in der Atmung. Ich kriege das ja mit dann, wenn ich Hals, ja, Kloß im Hals, oder? Genau. Kloß im Bauch kriege ich total mit. Ja, genau. Oder Blockade oder eingefroren sein, ja. Genau, oder was. Ja. Oder es wird heiß oder kalt, ja. Aber dann ist es auch wieder so, wenn du damit deine Aufmerksamkeit hingehst, ohne die Gedanken, dann sind es einfach nur körperliche Empfindungen. Es sind einfach nur körperliche Empfindungen. Und ist was nicht in Ordnung mit körperlichen Empfindungen? Vielleicht, klar, manchmal drückt ein Kloß oder ich habe Magenschmerzen, ja. Aber es ist schon wieder ganz anders, wenn ich die Gedanken davon abschneide und einfach nur diese Empfindung wahrnehme. Oder? Das ist ja schon richtig, aus Sicht der Existenz ist es okay, das ist Leben und Tod, ist alles. Du bist Existenz. Genau. Ich glaube, manchmal haben wir auch einfach Freude, uns mit Problemen zu beschäftigen, oder? Das gibt es auch, ja. Ich kann mich erinnern, ich bin früher als
als junges Mädchen bin ich manchmal früher ins Bett gegangen, weil ich gerne nachdenken wollte. Ja, damals. Das muss heute noch gelöst werden. Gedanklich, ne? So eine Spaßaufgabe vorm Schlafen gehen. Genau. Ja, das die Idee, das gedanklich zu lösen, ist oft das Thema, weil da kommt ein Gefühl, überkommt dich und dann ist ja so die Idee, wer weiß, was jetzt passiert. Ne? Und dann meint der Verstand, er kann das jetzt kontrollieren, dass der viel Potenzial hat, dass er das so in Schach hält und wegdenkt. Ne? Ja. Oder eine Lösung, eine Idee hat und dann ist weg. Aber eigentlich wird es dadurch beibehalten und verlängert, habe ich oft die Erfahrung gemacht. Also, dass man das dann eher am Leben hält, weil man es ja, dass dieses typische Greifen dann auch damit macht. Genau, du kannst aber auch deinen Verstand klug nutzen und ihn einzusetzen. Du kannst ihn dafür einsetzen, ja, indem du einfach fragst, ist das wirklich wahr oder stimmt das überhaupt, was ich denke? Ist das wahr? Ja? Also einfach hinterfragen, ist es jetzt wirklich gerade jetzt ein Problem? Und kann ich das wirklich wissen, ist das wahr? Um dem auf die Spur zu kommen. Du kannst deinen Verstand schon nutzen, nicht um rumzudenken, sondern gezielt zu hinterfragen. Und wenn dann ein Gefühl da ist, auch dieses Gefühl dazu wahrzunehmen. Die Frage dann auch, was macht jetzt der Verstand damit noch? In welcher Form wird es da verknüpft? Das Gefühl mit deinem Gedanke oder mit welchem Gedanke überhaupt? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also, wenn das Gefühl zum Problem gemacht wird, also wenn es kommt, wenn jetzt irgendwas, wo stark kommt, ja, irgendwie was Panisches vielleicht oder sowas auslöst, dann ist es ja schnell, wird es ja so in der Situation vielleicht als Problem empfunden, ne, weil man das Gefühl hat, oh, das wird mir jetzt zu viel, ich komme hier nicht mehr klar oder so. Ich denke mal, da wird dann eher ein Gedanke verknüpft, der das problematischer erscheinen lässt. Ja, ich meine, es ist immer schwierig, darüber zu reden, ja, weil wir ja wieder jetzt am Theoretisieren sind. Was wäre, wenn, wo. Und da kann man genau wieder bemerken, wie der Verstand sich da versucht, Lösungen und Beispiele zu finden. Aber die Frage ist doch eigentlich, bringt mir das was oder für was? Ja? Es ist anstrengend. Es ist einfach anstrengend. Wie viele da an dieser. Und wie leicht ist es einfach zu schauen, was ist jetzt gerade hier? Was ist jetzt gerade hier? Wenn ich keine Beispiele finden muss, keine Sachen, die mir mal passiert sind, das ist anstrengend, oder? Also ich habe das gerade so gespürt. Ich kann auch gar nicht mehr folgen. So, ja? Das ist anstrengend. Und das ist, was gerade hier ist, ja? Was ist gerade hier? Und diese Anstrengung wieder gehen zu lassen. Wie geht's dir gerade jetzt? Geht's mir gerade jetzt? Gut. Also, wenn man das als gut definiert, lebendig. Es war vorhin so ein Moment kurz, wo vielleicht die Kamera irgendwie so dieses Ungewohnte einfach so, wo so ein Gefühl hochkam. Das war jetzt irgendwie so der. Dann als Punkt zum Gespräch. Okay. Ja, das kam gerade so nochmal hoch.
ging aber relativ schnell wieder. Und es hat einfach gerade schön zum Thema gepasst. Ist es, wenn alles gehen darf? Wenn alles jetzt gerade gehen darf, was so an Gedanken da ist, oder? Nichts. Das ist ja eigentlich der Zustand, nach dem wir streben. Also irgendwie dieses. Also, ich finde es entspannend, wenn da keine Gedanken mehr sind. Einfach nur da sein. Ja, es ist wirklich einfach relaxend, nicht verstehen zu müssen, was ist oder was ich denke oder jemand anders oder nachvollziehen zu müssen. Ist vielleicht ungewohnt, ne? Vielleicht ist es ungewohnt, aber keine Erwartungen da sind, ich keine Erwartungen aussende. An mich oder an anderen oder an Situationen. Was ist, wenn es wirklich nichts zu tun gibt? Vielleicht fangen wir dann wieder an zu spielen. Ja. Und der Verstand, der greift einfach dann immer nach. Was könnte denn jetzt passen? Also, es war eben auch, wie es um Verstand und Fühlen und Denken ging. Und da ja, kam mir irgendwie, ja, man kann den Verstand auch damit beschäftigen, zu fragen, wer fühlt das jetzt? Aber im Grunde ist es eigentlich auch nicht nötig, das zu sagen. Also, was soll's? Ist nicht nötig, es könnte nur dann hilfreich sein, wenn es dich quält. Ne? Wenn es dich quält, mein Verstand sollte aber jetzt arbeiten, dann zu fragen, okay, schau doch einfach dem Verstand zu. Du bist der, der zuschaut. Ne? Schau einfach dem Verstand zu, wie er versucht zu arbeiten, obwohl es nichts zu tun gibt.
So. Das ist interessant. Und in dem Moment, wenn man sich dessen gewahr wird, des Beobachtens gewahr wird, da läuft gar nichts mehr. Probiert mal aus. Da läuft gar nichts mehr. Großer Schweiß. Manche Menschen, die das nicht gewohnt sind, dass da kein Gedanke ist, ja, die das einfach nicht gewohnt sind, denen ist langweilig und die schlafen ein. Da ist nichts verkehrt dran. Aber das zu entdecken, wie wach doch das Ganze ist, ja. Wenn ich jetzt sage, das ist spannend, das ist auch schon wieder vorbei, ja, das ist auch nichts. Aber es ist einfach interessant. Und eigentlich ist es ganz einfach, ja. Es ist eigentlich gar nichts Besonderes. Ja, immer kam bei mir so, und hat sich jetzt so gut angefühlt. Und dann kam einfach wieder so raus aus dem Hamsterrad. Das Hamsterrad ist der Gedanke, irgendwas tun zu müssen. Und da das anzuhalten, nichts zu tun, einfach jetzt mit dem sein, so wie es ist. Und das ist die interessante Erfahrung, mit dem zu sein und dem irgendwo irgendwas tun zu müssen. So habe ich es erlebt für mich. Ja. Es kann sich alles weiter drehen. Ja, genau. Aber wenn man genau hinguckt, dreht sich eigentlich gar nichts. Oder? Das ist halt mein Schwungrad, irgendwas tun zu müssen. Das ist mein Schwungrad. Ja. Ich glaube, das haben wir alle. Okay. Das haben wir alle, dieses Schwungrad, ja. Keinen Augenblick Pause zu machen. Ne? Es muss immer was getan werden. Es muss immer was bewältigt werden, gelöst werden. Man muss immer an irgendwas arbeiten. Hast du Vögel? Meine Uhr. Ja, vielleicht können wir ja den Verstand wirklich so sehen als Hamsterkäfig, wo die Hamster drin laufen. Und auf der anderen Seite kann es auch ganz nützlich sein. Also ich meine, man muss diesen Verstand oder die Gedanken verteufeln, ne? Sondern einfach das nutzen, was du brauchst, und der arbeitende Verstand, der ist nützlich, und der Fantasierende und der Denkende zu gucken, ob ich den gerade brauche.
Ja, ja, man kann immer was sagen oder so. Der Neidisch ist mir aufgefallen, ist noch gar nicht so lange her, da denke ich mir so, oder? Du hast nicht gelernt, nichts zu tun. Da ist immer irgendwas zu tun, aber ja, irgendwie so das Gefühl so. Nachts, wenn man schlaft und so, dann hat man ja automatisch nichts und der Körper kann sich erholen. Und jetzt ist ja nicht mehr die Aufgabe da, dass ich irgendwas tun muss, sondern eher auf dem Tun auszusteigen und nichts zu tun aus dem. Ja, und so, ich habe das überhaupt nicht gelernt, so ist nichts zu tun. Das ist schon so schwer oder fast unmöglich. Ja, ja, ja. Man macht ein Buch, lese Fernseher gucken oder irgendwas holen und irgendwo. Aber das ist ja nicht nichts tun, sondern tatsächlich wie im Schlaf so oder Organismus. Einfach da erholt sich ja der Organismus im Schlaf so. Aber untertags beim Fernseher oder sonst was, das ist Ablenkung, das ist ja keine Erholung. Ja. So. Ja. So ist es, genau. Oder Buch lesen oder spazieren laufen müssen oder Blumen auszupfen, egal was. Das wird manchmal verwechselt, das Nicht-Tun aus dem Wu-Wei, das Nicht-Handeln der Handeln. Da gibt es manchmal Verwechslungen und man denkt, ich tue nichts mehr. Aber es heißt nicht nichts tun, sondern es heißt nicht tun. Ja, das ist ein Unterschied. Das geschieht. Ja, es ist ein, tun alles kann zu tun. Bitte? Tun ohne zu tun. Genau, genau. Es ist ein Handeln, was ich nicht tue, sondern, ja. Also, es tut sich. Es tut sich. Genau. Also irgendwie so dieses Blumenzupfen oder. Ja, genau. Das kann sehr meditativ sein, ja. Das Blumenzupfen oder Kartoffelschälen, ja. Und trotzdem bin ich im Nicht-Tun, weil es sich tut. Ja, also Nicht-Tun heißt nicht nichts tun. Das ist ein feiner Unterschied. Wird manchmal verwechselt. Ja, das stimmt ja schon. Ja. Also ich kann voll im Tun drin sein und tue doch nichts. Ich habe ja, das hast du ja mitgekriegt, mit diesen vielen Äpfeln und Mirabellen, die ich da geschenkt gekriegt habe. Ja. Das war ich irgendwie gar nicht gewöhnt. Irgendwie. Also so auf einmal, ich habe die letzten Tage nur in der Küche gestanden und Äpfel geschält und eingekocht. Und irgendwie habe ich gedacht, oh Gott, das ist ja Stress. Und dann habe ich gedacht, nee, es ist ja irgendwie so einfach. Ich stehe da und schäle die Äpfel und dann ist es so ein Flow irgendwie auf einmal. Ja, genau, genau. Total schön. Ja. Kopf war leer. Ja, es war keine Ablenkung in dem Sinne und es war kein Stress und keine Arbeit, sondern du hast es getan. Weil es getan werden musste auch. Also ich meine, sonst hätte ich die Äpfel wegschmeißen können oder verschenken. Da war keine Frage danach, es zu tun. Einfach machen und schon. Ja. Es war irgendwie auch so schön. Also, genau. Schönes Tun. Also sonst habe ich auch so dieses Gefühl, ich muss was tun, ja, und dann hat das immer so eine Anstrengung. Ja, die Feinheit, also, dass der Geist so sich da reinversetzt, dass er meint, er macht es ständig. Das ist das. Und dann laugt es sich so aus und dann kommt diese Erschöpfung. Genau, also, das ist der Ausspruch. Es läuft jetzt einfach so von der Hand. Und ich bin sogar glücklich dabei, egal wie viel Arbeit. Also, das ist dann so dieser Unterschied. Genau. Und da habe ich irgendwie auch an meine Oma, an meine Mutter gedacht. Irgendwie, die haben ja irgendwie alles selber gemacht damals. Irgendwie so genäht, gekocht, den ganzen Tag irgendwie aktiv und so. Aber manchmal denke ich, das ist ja eigentlich auch schönes Leben. Also wir haben alles fertig im Kühlschrank und eigentlich ist unser Leben so einfach und hat so viel Raum, also für nichts tun, ja? Aber da können wir gar nicht mit umgehen. Also gehen wir manchmal so. Ja. Ich habe eigentlich jetzt keine Aufgabe mehr. Also bei mir ist es gerade so, ich habe ja keine Kinder irgendwie und keine Haustiere. Also ich muss mich um niemanden kümmern, außer um mich selber. Und dann ist, wenn ich, sag ich mal, gegessen habe oder so und meine Sachen gemacht habe, eigentlich nichts mehr zu tun. Ja. Und dieser Raum ist manchmal irgendwie interessant. Und das ist immer mehr so aus meinem Bewusstsein oder aus meinem System, sage ich mal, raus
geht, dieses ich muss was tun, ich muss das irgendwie, ich muss noch was erreichen, war früher ein ganz, ganz schlimmes Thema bei mir, ich muss noch irgendwas in meinem Leben erreichen oder so. Und das ist jetzt zum Glück weg. Ich kann das jetzt gut irgendwie aushalten, irgendwie einfach nur da zu sein. Aber schon komisch manchmal. Einfach nur da sein. Und wenn der Kopf dann auch nichts mehr zu tun hat, weil man ja irgendwie, weil ich auch langsam durchschaut habe, dass das alles Spinnerei ist da oben, ja, dann ist es wirklich lustig. Ich sitze manchmal, du kennst ja meine Wohnung irgendwie, sitze auf meinem Sofa und genieße die schöne Aussicht. Ja. Und denke, okay. Ja, und da ist einfach nur gucken. Ist alles völlig in Ordnung. Ja. Einfach nur da sein. Ja. Genau, und wie schön ist es, wenn da kein Gedanke da ist, es füllen zu müssen, ne? Weil es ist ja die Fülle. Es ist ja bereits die Fülle. Sich selber genug zu sein. Und es erfüllt mich. Also dieses, weil ich entspanne langsam. Also ich entspanne in diesem Nichtstun. Ja. Also wenn dieser Stress im Kopf weg ist, ich muss noch was tun und ich echt entspanne, dann merke ich, wie ich erfüllt bin eigentlich. Ja. Da ist eigentlich alles, das ist alles völlig okay. Ja, du kannst es inzwischen zulassen, was man vorher nicht zulassen konnte. Ne? Ja. Ein furchtbarer Aktionismus immer. Ja. Immer rennen, tun, machen. Ja. Oder hier oben halt rumspinnen. Aber kenne ich genauso. Auch das ist wieder ein kollektives Thema. Ne? Wenn ich noch an meine Ausbildung früher denke, und ich stand einfach nur mal so da, dann haben sie nichts zu tun, machen sie Ablage oder hier was oder so. Man wurde ständig am Laufen gehalten und natürlich, und das ist so gewohnheitsmäßig, dieses Hamsterrad so in einem drin. Ne? Und wenn das mal anhält, da kann doch was nicht in Ordnung sein. Ne? Und schon sucht man nach neuen Hamsterrädern. Aber das wirklich mal zuzulassen, und sich das mal anzuschauen, wie das ist, ja. Einfach nur zu gucken oder da zu sein. Und trotzdem können Tätigkeiten passieren, wie Äpfel waschen und schälen. Jetzt komme ich halt auf den Gopal nochmal zurück, der hat mich da schon angestoßen. Und er sagt ja, oder so habe ich es empfunden, wenn die Bindung, die erste Bindung Mutter-Kind nicht vollzogen hat, dann ist das in meinem System als Kind ein Mangel. Und das System weiß das, und dem Mangel springt es immer hinterher, in irgendwas, das Gefühl, es fehlt was, oder es ist keine Bindung da. Sei es in der Arbeit, oder in meinem Fall als Mann nach einer Frau suchen, oder Anzeige durch Beruf, oder was auch immer. Und im Grunde genommen ist das schon so. So empfinde ich es halt, das, und da habe ich ja heute schon drüber gesprochen und habe es auch ein Stückchen kapiert. Aber mir fällt das gerade wieder ein, wo du das sagtest. Ich weiß nicht, wie du dich selber mit dir gebunden fühlst, in dir gebunden fühlst. Bei mir habe ich das schon als Mangel erlebt. Und da bin ich jetzt heute schon wieder, schon sagen, ein Stück weiterkommen, einfach das in mir nachzuerleben, in mir Bindung herzustellen. Daraus kommt es halt. Das Schwungrad oder das Hamsterrad, so mit dem Moment zu sein, weil die Bindung so als solches von Mensch zu Mensch einfach nicht vollzogen wurde. So. Das ist ja lebensnotwendig bei allen Säugetieren. Und finde es, so sagt er, aber ich erlebe es so, der hat recht. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass er auch gesagt hat, da, wo auf der einen Seite der Mangel ist, ist gleich viel Ressource da. Also, ja, es ist immer gleichzeitig auch wieder, sind die Ressourcen da für das, was du als Mangel erlebst. Es ist immer im Ausgleich. Ja, das stimmt ja schon, wenn ich es bewusst bin. Wenn ich der Dinge bewusst bin, was da läuft, wenn Bewusstsein da ist, und Bindung mit mir, mit den Gefühlen, so, dann ist es gut. So. Genau. Aber das machst du ja gerade, ne? Du machst dir das ja bewusst. So ist es, ich bin ja da. Ja, ja, genau. Kindergarten praktisch so. Ja.
kann man auch sagen, der Lebensschule. Ja. Und das ist doch toll, ja, dass du da bist, wo du bist. Ne? Ich empfinde es als Privileg, als Schatz, großer Schatz, muss ich schon sagen. Ja.
Ja, möchte noch irgendetwas ausgesprochen befreit werden? Wollte noch was loswerden? Ich habe so noch so einen fiktiven Gedanken, also irgendwie was wäre, wenn wenn wir einfach das, wenn wir den Verstand losgelassen haben alle, was, wie ist dann das Zusammensein irgendwie? Was macht man dann irgendwie? Sitzt man nur da? Oder macht man Musik zusammen? Oder wie ist dann Begegnung? Also ja, bei uns ist ja viel, also Begegnung auch über Worte, über irgendein Thema oder so. Aber wie kann Begegnung auch anders stattfinden? Ne? Mhm. Wenn die Worte zu Ende sind, wenn alles gesprochen worden ist, alle Probleme gelöst, dann. Ja, oder als unwichtig erkannt worden oder als. Genau, diese Form des Zusammenseins, das ist ja auch das, was sich gerade in mir auch entwickelt für die nächste Zeit, ja. Also, ich möchte mehr tanzen, singen. Das machen wir nachher auch noch, ohne Kamera. Okay. Da traue ich mich vielleicht nicht, noch nicht. Und manchmal ist es auch ganz schön, einfach so da zu sein, sich wahrzunehmen, ohne zu sprechen. Oder sich zu halten, sich zu berühren, ohne Worte in Kontakt zu sein, auf welche Art auch immer. Vielleicht entsteht auch was aus Impulsen heraus. Ja. Wer weiß. Ja, ich merke das auch bei mir, im Singen und so, ich merke das schon. Da ist schon auch ein Bedürfnis da, sich die Stimme ausdrücken zu können oder einfach ohne so einfach. Und das tut mir gut, einfach um Singen willen zum Singen gehen, nicht irgendwas, um das Singen willen, das tut mir gut. So. Ja. Ich glaube, dann machen wir das doch. Aber vorher sage ich Dankeschön. Danke, Dr. Satzung. Danke, dass ihr auch da wart.